Damit sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Demo Projecto Crossaison 2. Ja, ich hatte schon den ersten Teil auf meinem Kanal als Let's Play Demo gebracht. Nun kam endlich der zweite Teil raus. Der zweite Teil der Projecto Crossaison Reihe eines Crossovers aus allen verschiedenen Videospielen. Und genau diese Demo möchte ich heute euch zeigen. Sie gibt es schon eine Weile, aber heute kommt von mir meine Let's Play Demo. Ja, was ist eigentlich Projecto Crossaison? Projecto Crossaison ist im Grunde, wie gesagt, ein Crossover aus vielen Videospielcharakteren. Und es ist ein Strategiespiel. Mit original japanischen Synchronstimmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob alle Synchronsprecher original sind, aber die meisten sind definitiv original drinne. Ja, und ich würde sagen, wir machen gar nicht so lange rum. Wir spielen jetzt einfach, ach nee, ich möchte aufladen. Denn ich habe schon hier durchgespielt und ich dachte mir, mal gucken, was kannst du denn eigentlich den Leuten zeigen? Wie gesagt, habt ihr die Demo schon durchgespielt mit fast eine Stunde Durchspielzeit. Spiel erscheint im Februar für den Nintendo 3DS exklusiv übrigens. Und ich würde sagen, wir spielen das Kapitel 2. Die Demo könnt ihr euch übrigens kostenlos für eure Nintendo 3DS herunterladen. Dieses Spiel ist übrigens komplett auf Deutsch. Der erste Teil ist noch komplett auf Englisch, aber ab dem zweiten Teil ist das Spiel tatsächlich auf Deutsch. Ein netter Service von Bandai Namco, Sega und Co. Also ist jetzt Kapitel 2 und hier sehen wir einige bekannte Characters. Und zwar hätten wir da einmal Phoenix Wright und Maya Fey. Und zwar aus der Phoenix Wright-Reihe. Auch Apollo Justice gehört dazu. Das ist ein Gerichtsspiel, nur mal kurz am Rande. Die sind übrigens neu in diesem Spiel. Phoenix Wright ist übrigens ein Verteidiger ist er und Maya Fey ist seine Assistentin. Übrigens ist sie ein Medium, die mit Geister reden kann. Nur mal so kurz am Rande. Übrigens sehr lustig rein. Schnell, Maya, lauf! Nick, pass auf! Nick ist übrigens der Spitzname von Phoenix Wright. Ich muss wenigstens Maya in Sicherheit bringen, aber ich sehe keinen Ausweg. Hilfe, irgendjemand, Hilfe! Das ist übrigens ein Charakter, der jetzt gerade aufgetaucht ist aus dem Tekken-Universum. Ein sehr bekannter. Er wird gleich noch seinen Namen sagen. Und ja, wer die Spielreihe nicht kennt, Tekken ist halt ein Beat'em-up. Einer der berühmteren Reihe Tekken. Ich
少し調べ物があってな。遅れたらこのざまよ。まさかまだ待っておったとはの。好きで待ってたんじゃないです。なるほど君、途中で腰抜かしちゃって。大の男がだらしのない話よ。想定では大丈夫なのだろうな。今回の件とわしの弁護、無関係ではないぞ。Was meinen Sie damit? Die Ursache dieses ganzen Chaos ist ein Virus, eine Viruswaffe, Thanatos. Man beschuldigt mich fälschlicherweise, sie nach Japan geschmuggelt zu haben. Also wenn Sie es nicht waren, wissen Sie, wer es war? Ich hatte gehofft, persönlich mit Ihnen zu sprechen, aber es sieht so aus, als wären Sie mir zuvor gekommen. Ach was, du weißt, wer dahinter steckt? Dann red mal weiter. Spann uns nicht auf die Folter. Ah, wer ist denn da nun? Den Charakter übrigens kenne ich überhaupt nicht, also der sagt mir überhaupt nichts. Right, mein Verfahren wird schwieriger genug. Machen Sie es nicht unnötig dramatisch. Hä? Momentchen, du bist doch Himachi Himeya. Was macht der König der Eisenfaust hier? Lange Geschichte. Ah, dann ist es mir egal. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Wer hat das Kamamurocho angetan? Eine Gesellschaft namens Shandalu. Da bin ich mir sicher. Shandalu? Hast du jemals davon gehört, Nick? Ich hatte nie direkt mit ihnen zu tun, aber der Name kommt in einem Strafverfahren recht oft vor. Shandalu, verstehe. Ein paar Messer zwischen ein paar Rippen. Dann überlegen sie sich vielleicht anders. Aber das kann warten. Erst müssen wir hier raus. Da stimme ich zu. Fangen wir an, indem wir die Straße räumen. Wird aber nicht leicht, wenn wir noch Anwaltstyp und Fräulein Medium hier als Babysitten müssen. Tut mir leid, dass wir nicht helfen können. Nick, komm schon, du schaffst das. Mach sie mit deinem dicken Einspruchblatt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Idee ist. Hey, da kommt jemand. Toll. Noch mehr biologische Waffen. Mein liebstes Hobby. Jill, hast du mehr Informationen über die hier? Ich habe sie noch nicht gescannt. Die BOW, zu denen wir keine Dateien haben, sind ziemlich sicher auf Thanatos zurückzuführen.
aber da sind auch noch BioWE, die durch Teos-Virus entstanden sind. Das kann nur eins heißen. Jemand in dieser Stadt, jemand benutzt diese Stadt als Testlabor für Virenwaffen. Aber was ist mit diesen Mauern? Wie könnten sie so schnell einrichten? Das sind Prototypen für Quarantänemauern. Sie sind als Notfallbarrikaden entwickelt worden. Für den Fall einer feindlichen Es ist ja schön und gut, vorbereitet zu sein, aber ich wünschte, jemand hätte sich zu mehr Gedanken gemacht. Da sind Zivilisten. Wir sind von der Regierung und wir sind gekommen, um euch zu helfen. Hurra, wir sind gerettet. Na, wenn das nicht Shinra und ihre BSAA sind. Ich hätte mir denken können, dass du diese Leute kennst, Herr König der Eisenfaust. Und wer sind sie nun? Diese Bioterrorismus Security Assignment Alliance und eine japanische Behörde, die sich für paranormale Fälle kümmert. Wenn die hier sind, ist die Sache viel schwerwiegender, als ich dachte. Haha. Er lacht. Man sagt, dass es hilft, der Gefahr ins Gesicht zu lachen. Aber irgendwas sagt mir, dass er das gar nicht tut. Wenn etwas lustig ist, lacht man drüber. Eines Tages werden sie es schon verstehen, Professor. Hey, ihr zwei, kümmert euch um den Professor Wright und seine Freundin. Hey, was ist mit euch, Jungs? Hanachi Miyajima und irgendein Yakuza-Schläger. Die kann man nicht gerade zu gewöhnlichen Zivilisten bezeichnen. Was macht ein japanischer Yakuza hier? Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Scheiß drauf! Das ist unsere Stadt. Wenn wir sie nicht schützen können, wer dann? Ich habe mein treues Messer. Ich schaffe das schon. Der alte Mann, der wird's auch schaffen. Ich brauche nur meine Fäuste. Was ist mit euch beiden? Nichts da. Das ist mir eine Nummer zu groß. Meine Beschwörungen sind in Kämpfe nutzlos. Dann geht ihr zwei wohl besser in Deckung. Deckung wo? Seht ihr den Kanaldeckel? Na bitte. Ich kann ihn von hier riechen. Besser als von Monstern gefressen zu werden. Los jetzt. Sie sind im Weg. Wir haben wohl keine Wahl, Maya. Lieber im Abwasserkanal als in einem Monstermagen. Komm schon, wir gehen. Ah! Ja! Verdammt! Die kommen unter dem Tanke hervor. Gar nicht gut. Die Zivilisten sind in Gefahr. Was ist passiert? Nick, sieh nur, die Monster sind weg. Waren das Schüsse? Wo sind sie hergekommen? Ich dachte schon, es ginge hier
nicht heiß genug her. Monster, Yakuza, Himashi, ein Anwalt und Spezialeinheiten. Aber eins hat Komurosho gerade noch gefehlt. Ein gewisser Jensaki Ryu. Stimmt's oder habe ich recht? Kaizi. Oder Katzi. Eine antimaterielle Waffe? Wer um Himmels Willen hat er sie nach Japan bekommen? Wer ist dieser Kerl? Irgendwas sagt mir, dass er auch kein gewöhnlicher Zivilist ist. Ich bin Kazuma. Ein unbescholtener Bürger. Klar, ein unbescholtener Bürger mit einem ganzen Arsenal voller schwerer Geschütze. Ich kenne hier in Karumusho einen Büchsenmacher. Von denen habe ich sie ausgeliehen. Achso, das war er. Büchsenmacher? Lass mich raten. Zwei Mädchen? Mögen Katzen? Darüber reden wir später. Jetzt müssen wir erst herausfinden, wer du bist. Kazuma Kurio. Vierter Kopf des Tojo-Clans. Ehemaliger Yakuza. Früher als der Dragon of Dojima bekannt. Du kennst dich in der Unterwelt ganz schön gut aus, Herr Führer von Himicha Sabitsu. Von wegen früher. Eines Tages werde ich zurückkehren. Vieles in Karamusho ist mir wichtig. Ich kann nicht einfach zurücklehnen und zusehen, wie es zerstört wird. Na schön. Wir können deine Hilfe gebrauchen. Bist du sicher, Arisu? Sie sind nur Zivilisten. Hayashi ist weniger Zivilist, sondern eher Hayashi. Yakuza sind weniger Zivilisten, sondern eher Yakuza. Du hast mich erfolgreich so verwirrt, dass ich aufgebe. Wenn ihnen danach ist, zu kämpfen, sollen sie das tun. So, jetzt geht's los. Übrigens auch diesen weißen Typ hier im Anzug kenne ich nicht. Zwei da hinten, die kenne ich. Die sind A aus dem ersten Teil und hier dieser Jill und dieser Chris, die sind übrigens auch so Resident Evil. Level starten. Level beginnen. So, jetzt kann ich euch endlich mal das Spiel zeigen. Und zwar, wie gesagt, wie ich schon sagte, ist es ein Strategiespiel. Und zwar geht das folgende. Ihr habt hier unten auf dem Touchscreen, wie ihr sehen könnt,
unsere Einheiten, wenn man das so sagen möchte. Was habe ich denn hier? Ah, das ist mir jetzt egal. Jedenfalls können wir unsere Einheiten berühren. Ich drücke jetzt mal bei Ihnen, hier bei Renji und Saumu. Und wie ihr seht, können wir uns jetzt in diesem blauen Feld bewegen. Nach links, rechts, oben, unten, wie es uns gefällt. Übrigens spielt da im Hintergrund auch wieder immer schön Musik. Wir können jetzt zum Beispiel das hier zerbrechen. Und das hier können wir auch zerbrechen, da können wir uns mehr bewegen. Es kann auch schon mal sein, dass in solchen Dingern auch mal Items drin sind. Die sind hier übrigens gespeichert und Objekte. Und damit kann jetzt zum Beispiel einer unserer KP generiert werden. Um 10%. Da unten seht ihr FP und TP. TP sind natürlich logischerweise unsere KP. Ja, Fertigkeiten kann man sich hier nochmal... Hier ist eine besondere Fertigkeit, damit kann man einen besonderen Spezialangriff oder besondere Attacken einsetzen. Hier kann man nochmal ganz kurz die ganzen Charaktere sehen, also welche Einheiten man hat und wie geht es jetzt weiter. Ihr seht, ich habe mich jetzt hier bewegt und ich habe da aber noch so ein gelbes. Was bedeutet dieses gelbes? Das ist mein Angriffsradius. Ich kann jetzt hier in diesem gelben Angriffsradius den Gegner angreifen. Wenn ich auf A drücke, kann ich angreifen. Dann kommt hier eine kleine Sprachsequenz und unten seht ihr, wie ihr angreifen könnt. Also drückt das einfach. Vor allen Dingen das, was weiß aufleuchtet. Sollte, und unten links habt ihr auch die TP des Gegners gesehen. Oben seht ihr, wie viel EP ihr bekommt nach jedem Kampf. Es ist egal, ob ihr den Gegner komplett besiegt oder nur Schaden anrichtet. TP, also EP bekommt ihr so oder so. Sollte diese Leiste da, also diese, wo jetzt ein bisschen grün drin ist, voll sein, erreicht ihr ein Level ab. Je nach Gegner bekommt ihr natürlich mehr EP. Das ist natürlich immer abhängig vom Gegner. Hier kann ich mich zum Beispiel jetzt hier gar nicht bewegen und gar nicht angreifen. Also muss ich auf B drücken und abwarten. Dann springt es zum nächsten Charakter. Ihr könnt euch auch die Einheiten manuell wählen. Aber das zeige ich euch gleich. Was diese FP sind, kommen wir gleich dazu. Das kann ich am besten erklären, wenn der Gegner attackiert. Ihr seht da auch irgendwelche Kisten, aber zu denen kommen wir später. Wie ihr seht, habe ich auch noch einen Mitkämpfer. Den kann ich gleich rufen, indem ich R drücke. Dann kann man sogar noch mehr Schaden machen. Hier kommt dieser Hatime und greift mit an. Die ersten Gegner sind ziemlich schwach, was ziemlich überraschend ist. Vor allem, weil der erste Teil unglaublich schwer war. Auch vor allem am Anfang war der erste Teil sehr schwierig. Obwohl man nicht so viele EP bekommen hat. Aber die Gegner hier im zweiten Teil sind doch lang, sind doch schwach. Sollten wir unsere Einheiten bewegt haben, ist der Gegner dran und er darf angreifen. So, jetzt dürfen wir uns aussuchen, weil der Gegner greift uns jetzt an. Und wir können jetzt FP benutzen. Entweder können wir kontern, da bekommen wir den kompletten Schaden. Und wir können selber angreifen. Dann gibt es noch Abwehr, da bekommen wir nur die Hälfte des Schadens. Wir können auch volle Abwehr machen, da bekommen wir dann am Ende überhaupt gar keinen Schaden. Also wir bleiben komplett ohne Damage. Der Gegner zieht uns im Grunde gar nichts ab. Wenn wir nichts machen, bekommen wir den vollen Schaden und können nichts machen. Ich gehe jetzt einfach mal alle durch. Als erstes machen wir Konter. Ich bekomme jetzt den vollen Schaden, darf aber angreifen. Aber nicht für die volle Zeit, weil sonst wäre es natürlich ein bisschen OP. Dadurch, dass die Gegner sehr schwach sind, lohnt sich das Kontern hier, weil man die Gegner halt relativ schnell besiegt und so die Gegner locker besiegt. Also das Kontern lohnt sich hier schon, aber weil das ein Let's Play Demo ist, zeige ich euch das alles hier. Diese FP könnt ihr natürlich nur so viel einsetzen, wie ihr habt. Jetzt seht ihr unten links da die Leiste, wie viel FP ihr habt. Jetzt habe ich zum Beispiel nur die Hälfte des Schadens bekommen, die der Gegner mir eigentlich angerichtet hätte. Jetzt tauchen hier noch mehr Gegner auf und es beginnt die zweite Runde. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Chris und Jill überhaupt gar nichts machen wollt, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch über den Touchscreen wechseln.
Einfach auf die jeweilige Einheit drücken und ihr könnt die Einheit bewegen. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Und wir greifen... Übrigens, ihr könnt auch das Ziel ändern. Wenn ihr zum Beispiel in eurem Angriffsradius zwei Gegner habt, dann könnt ihr das Ziel ändern, indem ihr L oder R drückt. Wir greifen jetzt einfach mal dieses komische Flügelvieh an. Auch die Sprachnachricht, was die Mitkämpfer sagen, sind eigentlich manchmal schon ziemlich cool, aber ja, kann ich jetzt mal weg. Ich kann, wie gesagt, zurzeit nur das ausführen, was auch mit diesen A-Tasten möglich ist. Später erlernt man auch mehrere Fähigkeiten, mit denen man mehrere Sachen machen kann. Hier unten seht ihr eine gewisse Kiste. Man kann, obwohl das hier so ein Aktenkoffer ist, eigentlich sind das aber im Grunde genommen Kisten. Drückt man Y, um sie zu öffnen, erhält man ein Item, wie ich zum Beispiel hier ein Etherpack. Items bewirken natürlich verschiedene Sachen, kommt natürlich immer auf das jeweilige Item drauf an. So, wir greifen jetzt einfach mal den hier an und ihm Schaden zu... Die Labor-Einheiten von den Mitkämpfern sind eigentlich auch ziemlich witzig und cool. Ihr seht, ich bekomme EP und der Gegner ist down. Jetzt haben wir auch eine besondere Situation, deswegen habe ich auch nicht dieses Flügelvieh angegriffen vorhin, damit ich euch das zeigen kann. Wie ihr jetzt oben links seht, habe ich Unterstützer, weil Jill und auch Chris im Angriffsbereich mitstehen. Ihr seht es, im Angriffsbereich, im gelben Bereich stehen Chris und Jill und auch der dämliche Kapuzen-Heini. Sollte das sein, dann könnt ihr nicht nur jetzt mit Chaumbu und Reiji angreifen, sondern auch als Unterstützer mitholen Chris und Jill, die dann auch noch mit angreifen. Wie folgendes aussieht. Ihr könnt angreifen und dann drückt ihr hier einfach L. Dann kommen sie sogar mit und greifen hier mit ihren Attacken an. Natürlich ist es am besten, wenn man einen Unterstützer hat, wie zum Beispiel Hajime oder wie der heißt, von Tekken und noch Unterstützer, dann macht man den ultimativen Damage. Aber es geht tatsächlich sogar noch mehr Damage-Schaden. Aber wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich mache jetzt erstmal volle Abwehr. Ah, verdammt, jetzt habe ich auch nichts mehr. Schade. Also das muss ich jetzt so machen, weil ich möchte euch nämlich eine Spezialattacke zeigen. Ich mache mal jetzt einfach nichts, um euch das zu zeigen, um diese Spezialattacke euch zu demonstrieren. Sieht aber relativ doof aus. Nein, ich möchte jetzt bitte auf Ready. Das ist schlecht. Jetzt gerade dezent wenig machen kann. Au, 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 au. Okay, die haben ziemlich viel Damage bekommen. Da. Ja, komm, ich benutze jetzt mal ein Item. Dann seht ihr auch, wie viel das bringt. Ist natürlich möglich, das zu machen. So, wir greifen jetzt trotzdem noch die N an. Ich möchte euch nämlich unbedingt die Spezialattacke zeigen. Denn jedes Team, sozusagen, ein Team besteht immer mindestens aus zwei Kämpfern. Man kann noch einen Unterstützer hinzufügen. Weil es gibt insgesamt immer einige Paare und dann gibt es halt noch einzelne Unterstützer. Ja, sieht nicht so aus, als könnte ich das wieder machen. Ich muss nämlich jetzt mal ein bisschen auf Abwehr gehen. Damit ich nicht zu sehr kassiere mit denen. Weil ihr seht, Reiji und Chris und Jill sind ein bisschen weit entfernt. Ja, du bist so nervig. Ich möchte jetzt mal die Spezialattacke den Leuten zeigen. Darf ich jetzt mal? Ihr seht nämlich schon da unten, da diese XP. Ich möchte sie gern mit Schauben ausführen. Und Reiji. Ja. So, jetzt kann ich die wieder hinzufügen, damit ihr das auch mal seht. Ah, ernsthaft? Bei 97 ist es stehen geblieben. 99? Ach komm! Ist das dein Ernst?
Ernsthaft? 99? Wollt mich doch verarschen. Okay, dann muss ich das so machen. Ich möchte euch nämlich die Spezialattacke zeigen, die jedes Team drauf hat. Die ersten Gegner sind schon extrem schwach. Das sind alles noch random Gegner. Es gibt auch Bosskämpfe. Die sind schon extrem stark, weil sie halt auch viel aushalten und man muss in mehreren Runden das machen. So, jetzt haben wir endlich die 125, die ich haben wollte. Und nun kann ich euch die Spezialattacke zeigen. Wenn ihr 100% da unten habt, dann könnt ihr Y drücken. Y? Y. So, hab auch so nichts gedrückt. Und dann machen die zwei Kämpfe eine besondere Spezialattacke, die natürlich ultimativ stark ist. Das ist auch die absolut ultimative stärkste Attacke und sie wurde sogar mit einigen Anime-Sequenzen hinzugefügt. Sehr, sehr cool gemacht. Also solltet ihr einen Boss, ihr müsst immer in diesem Spiel überlegen, ja, mache ich jetzt komplette Blockaktion oder ja, halte ich mich ein bisschen zurück, weil FP und alles mögliche ist nämlich gar nicht mehr so einfach zu sammeln. Und man hat auch nur bestimmte FP und manchmal zieht es da unten auch von den XP ab. Was diese GP sind, kann ich euch jetzt gar nicht so sagen. Ich weiß das gar nicht mehr. So, wir greifen jetzt einfach mal wieder eins von diesen Zombie-Dingen an. Leider bekommen wir hier in diesem Kapitel leider keine Mitkämpfer. Also, Bossgegner. Oder? Nee, ich bekomme hier keine Bossgegner. Aber die Bossgegner in dem Spiel sind schon ziemlich cool. Das Spiel ist auch relativ lange. Ich weiß nicht, wie lange der zweite Teil geht. Aber ich glaube, beim ersten Teil saß ich so 55 Stunden. Und ihr seht, jetzt war die grüne Leiste voll und ich erreiche Stufe 4. Fragt mich. Ich glaube, das verbessert den Angriff und halt die TP. Reiji und Shaomu sind übrigens die Hauptcharaktere hier in diesem Teil. Man kann ja auch weiter angriffen, es bringt halt nichts, weil der Gegner halt schon auf TP 0 ist. Gut ist es natürlich immer, wenn man mit verschiedenen A-Attacken kombiniert. Das ist möglich, aber natürlich muss man auch die Attacken haben. Im ersten Teil war es eigentlich so, dass man schon komplett alle A-Attacken drin hatte. Und hier scheint es so, dass man tatsächlich es lernen muss. Also, dass man die ein oder andere Attacke lernen muss. Aber vor allen Dingen diese Spezialattacken. Jetzt kann ich euch zum Beispiel hier zeigen, volle Abwehr, ich bekomme überhaupt gar keinen Damage vom Gegner. Kostet aber halt auch FP. Das heißt, ich kann das nur zweimal pro Runde, zweimal pro Runde machen. Und es kann halt auch sein, dass die Gegner einen öfters angreifen. Vor allem bei sehr starken Gegnern ist es halt schon möglich, diese Block-Aktion zu machen. Und sich lieber von den schwachen Gegnern eine auf die Nuss zu geben. Das Spiel ist eigentlich auch nicht gerade so einfach. Also man muss sehr strategisch denken und gucken, okay, wie orderst du deine Einheiten nach vorne, so dass es am besten läuft. Und viele Items bekommt man in dem Spiel auch nicht, beziehungsweise Geld. Also man sollte hier schon, wenn man irgendwelche Kisten sieht, schon das mitnehmen. Ja, ich brauche jetzt eigentlich schon... Na komm, kommt mal mit, ja, sonst wird das eventuell doch noch ein bisschen knapp. Man hat immer nur eine begrenzte Zeit von Angriffsmöglichkeit. Also man kann hier nicht unendlich angreifen gegen diese Gegner. Das hätte ich euch natürlich besser gezeigt, aber dadurch, dass wir hier sehr weit am Anfang sind, werden wir das wahrscheinlich auch nicht sehen. Ja, machen wir mal wieder volle Abwehr und ihr seht, ich bekomme wieder keinen Damage. Natürlich sind bei solchen schwachen Gegnern die Konter auch sehr, sehr effektiv.
Oder. Entschuldigung. Schluck auf. Oder zum Beispiel. Das gibt's doch nicht. Nein, ich möchte mit Schaumu das Band. Und Reiji. Schaumu finde ich cool. Und Reiji. Die sind einer der coolsten Pärchen eigentlich. Fragt mich aber nicht, woher die, aus welchem Franchise die kommen. Es gibt so viele Franchises in diesem Spiel, das ist unglaublich. Kommt Sega, Bandai Namco und noch irgendeine Firma ist hier dabei. Fragt mich aber jetzt nicht, welches. Es gibt ja auch einige berühmte Spiele, halt wie Resident Evil, Phoenix Wright Serie ist auch sehr bekannt. Denn letztes, dann gibt es glaube ich auch noch die Tales of Saga. Ja, das überspringe ich jetzt. Also das Spiel ist schon relativ spaßig. Ich weiß aber noch nicht, ob ich mir den zweiten Teil kaufen werde. Obwohl mir der erste Teil unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das dauert zwar extrem lange, aber die Charaktere labern halt schon sehr epische Sachen und dissen sich manchmal. Es ist schon sehr witzig. Und ich finde das Spiel ist extrem cool, macht auch extrem viel Spaß, auch wenn es manchmal denn ein bisschen langweilt. Die Missionen dauern zum Beispiel auch manchmal mehr als eine Stunde. Also wenn ihr denn später im Spiel drin seid, dann müsst ihr schon lange, dann sind die Maps ziemlich riesig. Also die Map war schon minimal, also man kann das ja auch nicht im Verhältnis setzen, wie groß die ist. Also mindestens, wahrscheinlich so im Verhältnis, wenn man die Map hat, mindestens 10-mal größer. Und man muss dann halt seine ganzen Einheiten beordern. Man hat da später irgendwie mehr als 10 Einheiten, die man hat. Und man muss die Gegnereinheiten besiegen. Es tauchen auch nicht nur später im Spiel, tauchen auch nicht nur ein Boss auf pro Map, sondern mal zwei Bosse. Oder man hat auch das, manchmal hat man auch sogar 5 Bosse. Dann hat, also du hast manchmal 5 Endbosse zusammen mit 4 Zwischenbosse und dann halt gefühlt 1 Milliarde Random Gegner, die extrem schwach sind. Also das Spiel ist schon anstrengend, aber trotzdem sehr episch und macht viel Spaß. Also mir hat der erste Teil vor allen Dingen unglaublich viel Spaß gemacht. Auch den zweiten Teil hier habe ich die Demo am Stück durchgespielt, weil es mir halt einfach wieder dieses epische Project Across the Zone Feeling gegeben hat, was ich im ersten Teil hatte. Strategiespiele sind jetzt nicht jedem, aber ich kann euch empfehlen, einfach mal die Demo zu zocken, weil es macht halt unglaublich viel Spaß. Sieht man vielleicht jetzt hier nicht, aber ich finde, es macht einfach wieder unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, man muss schon ein bisschen strategisch denken und gucken, okay, wie mache ich das jetzt? Wie gesagt, man muss ja schon so ein bisschen taktisch ordern. Man hat, wie gesagt, später mehrere Unterstützer, also du hast vielleicht am Ende 10 Einheiten und am Ende 9 Unterstützung muss die dann jeweils zuweisen. Und dann musst du halt manchmal gucken, okay, wie beordere ich jetzt das Team jetzt am besten, dass die sich dahin bewegen, dass ich nicht zu viel Damage bekomme oder dass ich mehr Damage machen kann. Vielleicht kann ich sogar eine Spezialattacke machen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass man Großteil was an dem Spielsystem geändert hat. Ich habe das auch hier schon in der Demo gesehen, dass man am Spielsystem großenteils nichts verändert hat. Es sind halt andere Charaktere dabei. Es gibt neuere Charaktere, es gibt ältere Charaktere. Shaumu und Yancy Reiji sind ältere Charaktere. Und Phoenix Wright und Maya Fey sind jetzt neue Charaktere. Die linke ist zum Beispiel auch eine alte Charakterin und die rechte ist eine neue Charakterin. Also die Charaktere kenne ich alle noch ziemlich gut. Vor allem die linke ist manchmal etwas strange, aber irgendwie auch cool. Ja. Also könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ist ja wie gesagt nicht jedermanns Sache. Ich werde dieses Spiel... Das ist übrigens auch einer aus Tekken.
Und wenn man eine Mission abgeschlossen hat, dann kommt man immer hier in dieses wunderschöne Menü. Ja, das möchte ich jetzt hier überspeichern, danke. Und ja, dann muss man wieder auf B drücken und man kommt in dieses Menü. Hier kann man im Shop Objekte kaufen, wie zum Beispiel Heiltränke oder Pillen, die halt einen heilen. Objekte. Ja. Dann kann man hier anpassen, man kann halt seine Einheiten anpassen. Moment, kann ich das, wie konnte ich das... Hier. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, berühren, was? Hier kann ich zum Beispiel die Fertigkeiten von den ganzen Charakteren sehen, was die alles mögliche drauf haben. Später im Spiel kann man halt auch noch die Unterstützer wechseln. Also ihr seht hier, dass dieser Q und Hajime, Hamijima mit Hayamachi zusammen sind. Aber ich kann auch später festlegen, dass die zum Beispiel bei Shaomu und Shreiji sind. Alles ist möglich in dem Spiel. Hier kann man sich ein bisschen trainieren. Also wenn man totaler Noob in dem Spiel ist, dann kann man auch hier trainieren. Dann gibt es ja auch Tutorials. Aber wer den ersten Teil gespielt hat, der muss auch den zweiten Teil nicht lernen. Ihr seht zum Beispiel, God Eater ist dabei. Mega Man sieht man hier. Wie gesagt, Hacken. Devil May Cry, Tales of Street Fighter, Phoenix Wright. Es gibt hier einige geile Spieleserien. Hier sieht man zum Beispiel die Charaktere. Man bekommt hier schöne Informationen über die ganzen Charaktere. Es sind nur die Charaktere, die ich bisher habe. Dann hier Gegner, aus welchem Franchise die kommen. Hier Sieger, Bandai Namco, seht ihr das ja schon. Und aus welchem Spiel? Das ist schon, wie ich finde, schon sehr geil. Resident Evil hier. Sea Samurai. Man kommt hier extrem viele Informationen zu den Spielen. Dass man eventuell sich noch die anderen Spiele anguckt. Hier kann man auch einiges einstellen. Was? Schiebefeld? Okay. Das Spiel wird größtenteils aber mit dem Steuerkreuz gespielt oder mit dem Schiebepad. Also ich bewege persönlich das Spiel, also mit dem Schiebepad bewege ich meine Einheiten und mit dem Steuerkreuz greift man halt an. Dann, wenn du vergessen hast zu speichern, kannst du hier halt nochmal speichern. Ich finde, das Spiel macht wieder unglaublich viel Spaß. Ich werde es mir definitiv nicht zum Release kaufen, aber vielleicht werde ich es mir irgendwann mal nachholen. Project Across the Zone 2, The Brand New World. Ich finde es persönlich wieder extrem geil. Eure Meinung in den Kommentaren ist natürlich gefragt. Also, bis dahin und ciao.